Few in this village have a taste for killing. What do they know of blood? Childbirth, the pig slaughter, a cut from splintered wood. I know of blood. So they look to me. Yorgu the soldier, they say. Yorgu, who has a violence in his eyes. They are wrong. I am not soldier. I am hunter. A soldier, he makes war in the open. The hunter, he stalks shadows. He is tireless and shows no mercy. He learns of the weakness in his prey, animal or man. And then he strikes on that weakness. That is his weapon, not the rifle, not the knife. Look out there at those creatures, those strigoi. They are bold and walk under the sun. They have no fear of war. If we let them come to us, we are forced to fight as soldiers, and we will lose. A soldier will only hold off a hungry pack of dogs for so long. This I know well. Like the hunter, we must watch them, track them, learn their ways, then hunt them like diseased animals. They want blood, so we give them blood. Und damit machen wir uns auf zu einer, wie ich finde, sehr schönen Quest durch die Wohnblocks hier in der Nähe. Genau, um diese drei geht's. Jo, zunächst mal geht's ab ins Vampirlager. Den Block B1 auskundschaften. So. Ermitteln, wie die Vampire sich ernähren. Das dürfte relativ einfach sein. Nämlich auf diese Art und Weise ernähren sie sich. So, jetzt heißt es, den Blutvorrat hier zerstören. Und den Anführer hier finden. Kriegen wir hin. So, Anführer sind immer etwas weiter oben. Und da ist noch eine Treppe. Wieder ein bisschen Leben regenerieren. Und dann sind wir hier auf der zweiten Etage. Da hinten geht's auf zur dritten. Oder besser gesagt, wir sind jetzt im ersten Stockwerk. Gleich geht's auf in den zweiten. Na komm, den Blutvorrat hier auch nochmal platt machen. Jo. Da geht's noch eine Etage höher. Und wieder schauen. Das machen wir jetzt so lange, bis wir halt oben angekommen sind. Ist ja klar, der Boss ist immer oben. Schauen wir mal. Und da haben wir ihn auch.
Enduro Frontbeobachter oder so ähnlich. Jo, das war's dann auch für ihn. So, jetzt sollen wir zu Block C hin. Das machen wir stylisch da gleich über diese Rutsche. Nachdem wir uns hier diesen Viechern hier entledigt haben. Gut, kurz noch warten. Ich weiß nicht, was da drüben los ist. Vielleicht werden wir direkt angegriffen. Und damit geht's auf in den Block von der C-Reihe. So, hier sollen wir natürlich auch wieder den Anführer finden. Ist natürlich auch vollkommen logisch. Schauen wir mal, ob wir vorbeikommen ohne. Ja. Die beachten uns gar nicht, also direkt hier zum nächsten. Gucken wir, ob ich die näher zusammenbekomme. Ja. Gut. Auch hier wieder suchen wir einen Anführer. Ich glaube nicht. Nee, nicht mal der. Einfach mal. Ja, wo ist denn der? Das ist ja merkwürdig. Das hier ist nämlich eigentlich schon der nächste Block. Wo ist denn dann der Boss hier? Ach so, wir sind hier in Block C1. Ah, alles klar. Gut, dann rüber da. Jetzt sind wir nämlich erst in Block C2. Alles klar. Jo, diesmal ist der Boss dann wohl etwas weiter unten. An den komme ich hier nicht vorbei.
Da ist er. Dragos. Damit wäre der auch erledigt. Und wir sollen einen Weg zu Block C3 finden. Es ist relativ einfach über dieses Baugerüst hier. Und jetzt einfach die Leiter hochklettern, wie man sehen kann. Der Weg aufs Dach ist halt etwas länger. Und da wären wir auch schon. So, den Frontverstopfung lassen wir mal, wo er ist, und nehmen die Seilrutsche. Und damit sind wir auf dem Block C4 und sollen uns hier um den Anführer kümmern. Da vorne steht noch einer. Schauen wir gleich mal, ob der auch der Anführer ist. Ansonsten müssen wir uns hier halt wieder durch das Gebäude nach unten kämpfen. Ne, da ist er. Und hinter. Gut, ab seinen Computer hacken. Dass die überhaupt sowas haben. Neue Befehle. Angriff nicht fortsetzen. Ja, das ist ja auch mal eine interessante Nachricht, die wir hier lesen können. Auf jeden Fall haben wir diese Quest soeben beendet.